Machst du gerne Remixe, aber dir fehlen oft die einzelnen Spuren für die speziellen Songs? Oder bist du vielleicht Sängerin und suchst noch ein Playback vom letzten Taylor Swift Song zum selber mitsingen? Oder möchtest du vielleicht einfach nur mal in Ruhe das Gitarrensolo von deinem Lieblingssong anhören, ohne die störende Band drumherum? Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann stelle ich dir jetzt mal ein spannendes Hilfsmittel hierfür vor. Und nein, es ist nicht Music Rebalance von iZotope. Und vor allem ist es nur einzeln und nicht nur als Teil eines teuren Bundles zu haben. Jetzt in deinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender. Und dieses Video ist mal eben quick and dirty, also schnell und schmutzig auf die Platte, denn ich bin vor ein paar Tagen über ein Tool, über ein Hilfsmittel gestolpert, das wirklich richtig Spaß macht, rum zu experimentieren. Und dieses Video soll auch gar keine Kaufempfehlung oder kein Kaufanreiz sein, und soll ich einfach mal einladen, mit der Trial-Version von diesem Programm rumzuspielen. Es handelt sich um Deep Remix, ein Programm, das verspricht, dass man aus fertigen Stereo-Tracks einzelne Spuren wieder rausbouncen kann oder zumindest sogar die Verhältnisse dieser einzelnen Spuren untereinander beeinflussen kann. Und um einfach mal ein bisschen rumzuspielen, habe ich hier mal einen Song von mir reingeladen. Kleiner Disclaimer vorneweg. Natürlich ist die Qualität von diesem Programm, was es abliefert, besser, wenn du unkomprimiertes Material reinlädst. Das heißt, wenn du MP3s reinlädst, musst du dich nicht wundern, dass du mehr Artefakte drin hast, als wenn du unkomprimierte Wave-Files reinlädst. Das aber nur am Rande. Ich habe hier mal einen Song reingeladen von mir, den du sicherlich aus den letzten Tutorials auch schon kennst, und habe den mal analysieren lassen. Das hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Wir machen das gleich auch nochmal zusammen, aber schauen wir erstmal, was dabei rausgekommen ist. Die Analyse in diesem Programm, in Deep Remix, hat ergeben, dass wir hier das Programm, was gefunden hat, und zwar einmal ein Master, natürlich die Master-Lautstärke, aber dann hat es gefunden eine Voice, also meine Stimme, die Gitarren, die ich eingespielt habe, dann den Bass, dann eine Kickdrum, Drums nochmal und Percussion, also einzelne Spuren identifiziert, mit denen wir jetzt angeblich spielen können. Machen wir doch einfach mal. Ich spiele dir mal eben das Original vor, wie es eigentlich geklungen hat und wie es jetzt hier auch in Deep Remix immer noch klingt. Und dann spielen wir mal ein bisschen rum. Also erstmal das Original. Klingt soweit genauso, wie ich es eigentlich ausgespielt habe, aber als Stereo-File. Aber jetzt verspricht das Programm ja Deep Remix, ich vergesse den Namen immer, verspricht das Programm, dass man jetzt auf die einzelnen Anteile von diesem Song Einfluss nehmen kann. Zum Beispiel soll man ein Playback machen können. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier die Voice anklicke, dann soll ich hier die Lautstärke von den Vocals verändern können. Das machen wir doch einfach mal. Spielen wir nochmal von Anfang an, hier ein bisschen weiter, da wo die Stimme auch anfängt zu spielen. Ich mach die Stimme mal einfach leiser. Oder lauter. Ich mach sie mal aus. Okay, da scheint schon einiges zu fehlen, weil Stimme ist ja auch wirklich maximal invasiv. Aber nehmen wir mal die Bassdrum raus. Oder den Bass. You have to choose another way to be. Okay, ich will den Bass ein bisschen lauter haben. And if I ever have to. Das ist wirklich faszinierend, ne? Also du kannst schon feststellen, warum ich so begeistert bin und warum ich so viel Spaß beim Experimentieren hatte. Und wie gesagt, das ist keine Kaufaufforderung hier. Dieses Video soll sich einfach mal einladen, dir die 21-Tage-Versuchsversion, also die Trial-Version, runterzuladen. Link findest du unten in der Videobeschreibung und auch einen Link, wo du es kaufen kannst. Bei Thomann zum Beispiel kann man es kaufen. Und es ist ja wirklich, es lädt wirklich ein, rumzuspielen und sich seine eigenen Playbacks zu machen. Also vielleicht mal eine Stimme rauszurechnen oder vielleicht sich einzelne Stems zu machen. Denn was du zum Beispiel machen kannst, ist das so, wenn du hier diesen Song markierst, den du hier analysiert hast, dann kannst du den exportieren und kannst dir über Export sagen, was er exportieren soll. Du kannst zum Beispiel hier die einzelnen Files ausspielen als Wave-Files, kannst ihm sagen, dass er alle ausspielen soll oder nur die ausgewählte Spur, die du hast, und kannst dir dann mit diesen einzelnen Spuren auch in deiner DAW wieder einen neuen Remix bauen zum Beispiel, oder vielleicht findest nur du den Bass cool. Wir können ja mal gucken, irgendwie. Ich habe hier einen Ordner vorbereitet,
indem ich mal hier Get Lucky von Daft Punk nehme. Den ziehen wir mal hier rein, mal gucken, was passiert. Dann fragt er uns als erstes, was er analysieren soll, ob hier ein Instrument oder mehrere Instrumente sind. Ich sag mal Voice, Bass, Drum, Percussion. Ja, okay, man könnte auch sagen, dass hier nur die Stems direkt abgespeichert werden. Aber wir lassen ihn mal ein bisschen analysieren und ich erzähle dir noch ein kleines bisschen was dazu. Man kann nämlich mit diesem Tool nicht nur einfach Musik analysieren. Du siehst jetzt, er fängt hier langsam an zu rechnen, hier oben links in der Ecke. Aber man kann hier eben mit dem Tool nicht nur Musik analysieren, sondern kann auch aus schwierigen Files zum Beispiel bestimmte Anteile rausrechnen. Ich habe das mal für dich vorbereitet. Ich habe nämlich bei YouTube ein Video gesehen, wo in einer ganz alten Aufnahme jemand gesprochen hat, der zu Zeiten von Billy the Kid noch gelebt hat. Ich glaube, dieses File war das hier. Wir gucken mal kurz, wie das File heißt. Childhood in the 1860s. Genau, da hat also jemand ein Video von einem Mann aus einer Talkshow, der 1860 schon gelebt hat. Natürlich ist die Audioqualität von diesem Teil komplett unterirdisch und ich habe das mal vorbereitet. Das klingt im Original so. About 65 years ago, I came across the ocean from England to the United States. Du hörst es schon, extreme Artefakte und derjenige, der das bei YouTube reingestellt hat, hat auch noch geschrieben, dass er mit Kompressor und Noise Reduction und allem gearbeitet hat, um es so einigermaßen verständlich zu machen. Ich habe dieses File einfach mal hier reingezogen in Deep Remix und dabei ist Folgendes rausgekommen. Wir wählen das mal kurz und ich spiele das mal kurz ab. From England to the United States, the family settling in Philadelphia. I there attended the public schools and the Boys Central High School eventually, but... Null Nebengeräusche, also weder das Rauschen, die Kompressionsartefakte, nichts mehr davon zu hören. Natürlich ist die Sprache irgendwie insgesamt eingeschränkt im Frequenzspektrum und so weiter, aber es ist viel, viel besser zu verstehen, als es vorher gewesen ist. Das heißt, wenn der junge Mann bei YouTube vorher gewusst hätte, dass es dieses Programm hier gibt, dann hätte er damit seine Tracks auch sauber machen können. Oder aber du kannst vielleicht bei einer misslungenen Stimmaufnahme auch damit deine Stimme einzeln separieren. Also wirklich Begeisterung, die sich hier bei mir breit macht. Wir müssen gerade noch warten. 4 Minuten left noch für Pharrell Williams. Aber vielleicht können wir danach ja zumindest das Schlagzeug mal einzeln hören. Und ich hoffe mal, dass dieses Video dann keinen Strike von YouTube kriegt. Aber in diesen 4 Minuten warten wir vielleicht nochmal. Und ich spule mal kurz schnell vor, damit wir nicht so lange warten müssen. Ne? So, jetzt wird gespeichert. Ah. Okay, Get Lucky von Pharrell Williams. Ich spiele es jetzt mal nicht all in one up, sondern wir suchen uns nur mal einzelne Instrumente raus oder nur ein einzelnes Instrument. Mich interessiert vor allem die Bassdrum, das Schlagzeug interessiert mich. Deswegen stellen wir die beiden mal auf Solo und hoffen mal, dass YouTube uns das Video auch durchgehen lässt. Hören wir mal. Ich gebe mal die Percussion dazu. Das ist also der Beat und der Groove von Get Lucky. Ich werd verrückt. Hören wir nochmal den Bass-Solo. Wie gesagt, ich spiele den Song nicht komplett ab, nur den Bass-Solo. Also wenn du dir immer schon mal raushören wolltest, wie der Bass gespielt wird von Get Lucky, auch das ist möglich. Und jetzt kommt noch ein Special Feature, da bin ich echt total begeistert. Ich gehe nochmal auf meinen Song zurück und gehe da auf die Stimme. Wir haben ganz am Anfang nämlich hier, singe ich eine Note, wo ich gedacht habe, ob ich die wohl noch weiterhin cool finde. Gucken wir mal kurz, ich springe hier mal kurz an die Stelle, an den Anfang und stelle mal die Stimme auf Solo. So. Da singe ich so. Und vielleicht könnte ich das ja auch eine Terz tiefer singen oder ein paar Töne tiefer. Und das Coole ist, man kann das jetzt hier einfach anfassen und kann es mal runterziehen. So. So. So, jetzt habe ich es tiefer gezogen und habe im kompletten Playback jetzt meine Stimme einfach mal an dieser einen Stelle um ein bisschen tiefer. Also so, 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 so. Also eine Terz, glaube ich, tiefer gemacht. Hören wir mal. So. So you did it. Unfassbar, ne? Man kann also im kompletten Stereo-Playback nochmal eine Note ändern, falls man nachträglich nochmal eine Note ändern möchte oder so. Ich hoffe, das inspiriert dich ein bisschen mal mit diesem Tool rumzuspielen.
dich mal inspirieren zu lassen. Und wenn es dir gefällt, kannst du es dir danach zulegen, weil das ist ja dann auf jeden Fall definitiv Investition wert. Und ich habe ja noch gar nicht geschnüffelt, was hier alles mit Effekten und so weiter und so fort geht. Deswegen wird es bestimmt nochmal eine spannende Reise, diese 21 Tage Trial-Version da in Anspruch zu nehmen. Dir viel Spaß beim Ausprobieren und ich muss jetzt nochmal ein bisschen hören, wie es bei Pharrell Williams ausgesehen hat. Also wir sehen uns die Tage wieder. Und falls du eine Inspiration brauchst, was du dir vielleicht noch unter den Weihnachtsbaum legen kannst oder wenn du dieses Video später siehst, was du dir einfach mal so schenken kannst, dann schau doch eben in dieses Video rein. So, ich höre jetzt mal weiter. Also bis die Tage. Tschüss, Kind.